Finland ist heute beim Blickpunkt Norden, dem nordischen Stand der Buchwien, dabei. Ich wurde gebeten, ein paar Bücher zu empfehlen. Das ist sehr schwer, denn alle Bücher sind wirklich lesenswert. Auf jeden Fall möchte ich unsere finnisch-schwedischen Autoren Johan Barkum und Philip Teir erwähnen. In einem Gespräch werden die Werke Nachtsommer von Barkum und So also endet die Welt von Teir vorgestellt. Sehr spannend ist auch Tommi Kinnunen, dessen Werk Wege, die sich kreuzen, die Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert jeweils aus einer anderen Perspektive erzählt. Der Roman wurde unter anderem für den renommierten Finlandia-Preis und den Europäischen Literaturpreis nominiert und führte wochenlang die Bestsellerlisten an. Finnland hat auch tolle Autorinnen. Katja Kettu und ihr großer Roman Wildauge hat international Aufsehen erregt. Im Werk geht es um eine unmögliche Liebe zwischen einem deutschen Offizier und einer finnischen Hebamme in einer unmöglichen Zeit im Jahr 1944 in einem Kriegsgefangenenlager, sehr zu empfehlen. Ganz toll sind auch die finnischen Jugend- und Kinderbücher. Timo Parvela ist mit seinen lustigen Schulgeschichten aus der Ella-Serie bei Eltern und Kindern gleich beliebt. Was gibt es Schöneres im November als Lesen? Viel Spaß dabei!